Willkommen zurück zu Starfield. Ich bin neu für OBO und ja, wir sind hier im Viewpoint. Oder Viewport? Ne, Viewport eher, ne? Ja. Ja, unser Server ist mal eben zum Barkeeper geworden, scheinbar. Wer bist du denn? Hoffentlich geht es dir gut. Du hast einen guten Tag erwischt. Die Drinks sind heute richtig stark. Ah, ich kann schon heuern, oder was? Ganz genau, offiziell angelegte. Ja. Du gehörst zu Constellation? Wow, ist das cool. Ich hab euch immer bewundert. Ja. Immer nur die Sterne erkunden. Das ist ein tolles Leben. Das haben wir wohl gemeinsam. Weißt du, ich suche einen Job. Ich habe gerade als Waffentester bei Mast gekündigt. Leute für eine Kuh, okay. Was für Fische hast du? Ich verkaufe mich als Waffenexperte. Insbesondere Präzisionswaffen. Die meisten Reisenden haben gerne jemanden in der Crew, der mit Schusswaffen umgehen kann. Das stimmt wohl. Braucht man immer. Oh, komm. Das gibt's ja nicht. So ein Zufall. Auf einem Schiff arbeiten klingt perfekt. Ich wollte sowieso gerne mal aus der Stadt raus. Was bietest du? 16.500 Credits. Kannst du dir vorstellen, für eine niedrige Rate als sonst zu arbeiten? Ich bin ein vernünftiger Mensch, aber das ist zu wenig. Ich muss ja 16.000 für ihn zahlen. Wollen wir nicht? Am wenigstens einen Experten dabei, ne? Ah, komm hier. Klingt nach einem fairen Gehalt für deinen neuen Waffenexperten. Bestätigen, so. Schiff. Riecht denn die Sachen jetzt eigentlich alle? So, Schiff. So, ich habe den beiden. Ich kann die auch auf die Außenposten stecken, ja, okay. Ich kann sie auch. Achso, ich kann sie auch einfach zuweisen. Sie ist doch nicht mal eine Expertin. Riesenfan. Sie war ab. Dann weisen wir mal sie zu. Gucken, wie das jetzt bringt. Ich gehe direkt auf meinen Posten und lege los. Okay. Warst du mal in Cydonia? Da arbeitet mein Bruder. Alter, wir haben uns schon unterhalten. Sind die noch interessante Leute? Hey, Duda. Du kommst doch sicher viel herum. Hättest du auf deinem Schiff noch Platz für mich? Nee, tut mir leid. Dann trennen sich jetzt wohl. Tschüss. Ja? Wer bist du? Ihr habt einfach keinen Namen. Alter! Da krieg ich ja Angst! Ich möchte einer Crew beitreten. Okay, du musst einfach No Name. Gut, just No Name. Ist auch jemand? Hallo? Hallo? Hey, wenn du einen Waffenspezialisten suchst, könnte ich die Arbeit gut gebrauchen, um ein paar Schulden zu tilgen. Hä? Hey. Mist. Ups. Dann muss ich wohl. Ich wollte eigentlich ja sagen, aber gut, dann nicht. Kopfgeld. Entfernungszahl, okay. Wechseln sollen wir die für dich kontaktieren. Jetzt habe ich den Kopfgeld auf. Wir sollten sie irgendwo besiedeln. System. Habe ich Kopfgeld auf mir drauf. Was haben wir hier noch? Handlungs 200. Das könnte man sogar machen, glaube ich, ne? In Köln wurde ein berüchtigtes Piratenschiff gesichtet. Ja, nehmen wir mal. Stelle Frachtling zur Lieferung von Kilogramm Aluminium. Was soll ich machen? Steht nicht die Menge, deswegen bin ich ein bisschen verwundert. Ich glaube, das sollten wir eigentlich auch hinkriegen, oder? Hallo? Oh, doch nicht. Auf meinem Schiff ist nicht gut Platz. Schade. Na gut, hier sollen wir reden. Hey. Neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in New Atlantis?
Oh Mann, das solltest du nicht persönlich nehmen. So was sagt man halt, um das Eis zu brechen. Du weißt schon, was ich meine. Hey, komm runter, dann mach's dir gemütlich. Du kannst gern so lang bleiben, wie du möchtest. Ist das okay für dich, Neue? Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas möchtest. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich habe was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Du würdest ihn lieben. Garantiert. Dann nur kann ich gerade keinen machen. Warum? Mir fehlen die Zutaten. Ah, natürlich. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Oh no. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer. Das macht mich fertig. Das macht mich rasend. Sprich mit der Security, vielleicht können sie ja weiterhelfen. Ich habe den ganzen Papierkram erledigt. Das bringt zwar nichts, aber trotzdem. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Klingt so, als bräuchte ich Hilfe. Ja, wenn ich es nicht versuche, kann ich nicht ruhig schlafen. Oh nein. Bevor wir weiterreden, ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und in Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden. Und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich gerade noch gefehlt. Ich bin viel stärker, ich werde tun, was ich kann. Ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann. Wen soll ich umbringen? What the fuck? Warte mal. Du bist jederzeit wieder willkommen. Komm mal mit, Sarah. Ich will mal wissen, ob das funktioniert. So. Cydonia ist. Warte kurz hier. Ich warte genau hier. Danke. Und tschüss. Hallo, Neue. Schön, dich wiederzusehen. Kann ich dir was... Ja, der Raumhafen. Ja, ich hab was in... Du würdest ihn lieben. Ich hatte einen Deal mit einem... Aber er ist nie auf... Die Security hat Wind. Ich hab den ganzen Papier... Und ich bin mir nicht... Ich muss die Fracht in dir hin. Ja, wenn ich... Bevor wir weiterreden... Ich bitte dich keinesfalls. Wir unterhalten uns... Und falls das... Und, Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, okay. Hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich... Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Ja, wir können es doch friedlich machen. Ich bin genervt, nicht besorgt. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Na ja, wird alles gut. Kann ich dir einen ausgeben? Bekomme ich was? Hier bekomme ich, was du brauchst? Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst. Das hast du schon. Keine Geißel am Mist. Dann will ich dir was, die mir weiterhelfen? So. Ich weiß nicht viel darüber. Die Fracht lagert unten im Weltraumhafen, nicht bei der Security. Aber sie verwenden dieselben Zugangskarten. Wenn du eine hättest, würde es gehen. Woher oder warum du eine Zugangskarte der UC Security hast, gibt mich nichts an. Ja. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Ansonsten könnten dich vielleicht auch die Schiffstechniker reinbringen. Die kenne ich aber nicht, sonst würde ich nicht mit dir reden. Nichts für ungut. Ich bin genervt. Moment, heißt das etwa, dass ich... Aber mir fällt schon was ein, oder?
Da bist du hier richtig. Okay, was haben wir denn hier? Wieder nur Agro. Okay. Wir sehen uns. Schön, dich zu sehen. Na gut, dann. Wohin das alles wohl führt? Klingt gut. Geh vor. Ja. Komm, mit dir wäre manchmal gut, oder? Mission, warum ist denn? Schon steht da, ne? So. Ich muss doch zu meinem Schiff. Noch nicht. Oh. Habe ich denn die Karte eigentlich noch dabei? Oder habe ich die irgendwo abgelegt? Na doch, habe ich ja noch dabei. Sehr schön. So viel los hier. Ich muss da hinten hin, aha. Wird ein bisschen schwindelig scheinbar, also wir speichern nochmal. So, hallo, hallo, hallo. Hey, hier sollten sich Zivilisten eigentlich nicht aufhalten. Ich bin kann ich hier irgendwie behilflich sein? Ich habe beschlagnahmte Fracht, die ich brauche. Ich kann dich da nicht einfach reinlassen. Warum nicht? Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Es ist dringend, ich muss mich durchlassen. Ich weiß, dass du Leute draußen halten sollst. Ich bewundere Leute, die Regeln respektieren. Die Antwort lautet nein. Okay. Wir finden bestimmt eine andere Lösung. Ich habe langsam keine Lust mehr. Mal zu bitte. Du musst mich reinlassen jetzt. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Lass mich dir das mal klar machen. Okay, okay, ich hab's verstanden. Es gibt einen sicheren Weg, das auseinandergehen. Es gibt auch einen Grund für einen Benutzer. Ich verstehe schon, du kannst nicht alle reinlassen. Regeln sind Regeln. Das hoffe ich auch. Ah. Sag niemandem, dass ich das für dich getan habe. Das könnte mich den Job kosten. Okay. Falls jemand fragt, ich hatte nichts damit zu tun, verstanden? Eine Sekunde. Na gut, mach bitte schnell, ja? Hä? Ich bin doch schon drin. So einfach war das. Tada. Easy. Hätte mir sogar geholfen. Finde ich lustigerweise, aber. Naja, geht das nicht. Na, schade. Na gut, dann nicht. Aha. Wir hatten ja eine Karte gehabt, deswegen, also verstehe ich nicht so ganz, warum das jetzt so ein großes Problem war. Hallo. Ich will nicht verzweifelt klingen, aber hast du meine Fracht? Hallo, Noriel. Hoffentlich geht es dir gut. Sag Bescheid, wenn ich dir was bringen kann. Ja. Okay. Jetzt ehrlich? Du hast sie? Ich will gar nicht wissen, wie du die bekommen hast. Okay, ich will es schon. Aber wahrscheinlich wäre besser nicht, richtig? Hoffentlich. Für mich ist das eine große Sache, aber garantiert nicht wert, dass jemand zum Mörder wird. Ich kann dir versichern, dass es das alles wert war. Du wirst sogar die erste Person sein, die den Cocktail probieren darf.
Außerdem kriegst du Freigetränke. Also, nicht unbegrenzt. Aber wenn du ab und zu mal einen Muntermacher brauchst, bin ich deine Frau. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber das hier war der schwierige Teil, denke ich. Vielen, vielen Dank nochmal. So wenig Erfahrungspunkte fand ich immer gut. Angeblich versucht so eine Art Bürgergruppe, die alte Varun-Botschaft abreißen zu lassen. Aha. Anfangs fand ich es ein bisschen extrem, aber im Grunde genommen, würdest du da etwa einziehen wollen? Ich auch nicht. Außerdem kommt Haus Varun nicht wieder zurück. Naja, zumindest nicht auf die nette und diplomatische Art. Wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Angeblich versucht so eine Art Bürgergruppe die alte Varun-Botschaft ab. Okay, okay. Anfangs fand ich außerdem. Ich dachte, jetzt ist mir noch was Neues. Bis bald mal. Gut. Dann ist auch erledigt. Ja. Nee, du bist langweilig. Ja, was? So, okay. Sofort verlegt. Wenn ich das Spaceship im Orbit. Okay. Dann zerstören wir mal Spaceships. Ich habe gesagt, wir wollen mal wieder in Orbit, ne? So, zum Schiff, jawohl. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Antrieb gestartet. Neue Rekka! So, wo müssen wir denn hin? Zielpunkt erreicht. Orbit stabil. Ja, jetzt könnten wir jetzt 7 Stunden hier hinfliegen und dann würden wir auf den Planeten fliegen. Hat eine Streamerin bei Pluto probiert und ja, das war das Ergebnis davon. Ach ja, ne, wir können ja Mission machen, ne? So, wir waren ja da, so da, auf der Karte anzeigen. Zack. Ressourcen-Skin. So. Ich aber hier. Zack. Und Sprung. Sollte jetzt auch funktionieren, oder? Einfach durch den Planeten durch. Schalte auf Standardantrieb. Ja, ich würde gerne so. So. Was ist das Schiff? Denn? Hallo? Verarschen die mich oder was? Hier fühle ich mich gerade ein bisschen verarscht. Hallo? Wo seid ihr? Ihr Sprungantrieb ist getroffen. Schilde des Ziels ausgefallen.
Ja, du bist dran. So. Raumschiff-Trommel. Ja, da bin ich drin. So, dann nehmen wir mal. Da ist alles unter hier. Da alles auf dem Antrieb. Danke. Dass ich ein bisschen schneller dahin kann. Jetzt alles eingesammelt oder wie? Ja. Ich bin verwirrt. Machen wir mal so. Wenn da Raumschiff-Trümmer sind. Tag auf den Raumwegen, was? Okay. So. Da liegt doch noch ein Cutter rum. Hm. Na gut. So, dann gehen wir mal raus. Oh, da lag auch noch eine Toilettenrolle. So. Abgestürzte Schiff. Mhm. Das ist ja eine Kapsel, aber hier ist meistens nie was. Gefühlt. Hier ist eine Kiste. Nehmen wir mal mit. So, hier was. Alles irgendwie so verlassen aus, ne? Jawohl, den Mond. Sonne. Ja, und so, dass jeder Planet irgendwie eine Sonne hier hat. Können wir das mal? Ja, das ist schon cool. Du hast mit deinem Leiden belegt. Oh no. Status. Ah. Lungenschaden. Prognose schlecht husten. Spare ich CO2-Schaden. Schutzregeneration, 20.
Selbstzweifel. Verringert die Chance auf kritische Treffer. Verringert die Erfolgschance über den Herausforderung. Was? Okay. Lungenschaden. Okay, dann gehe ich mal in mein Inventar. Ich habe ja Heilung, ne? Item Heilung, ja, das wollte ich ja machen. So. Infektion, nein. Verbrennungen, nein. Gelenke, nee. Leistenbrüche, Lungenschäden, da Lungenschäden. Lungenschaden geheilt. Was man startet, ist jetzt wieder gut. Okay. Ich hab doch geheilt. Ferne Umgebungsschaden, Schiffen ausgerüstet und anordnen. Nenn dich entspannen und. Okay. Was fehlt da noch? Argon fehlt noch. Okay, Argon muss ich noch scannen. Argon. So, was haben wir da? Unbekannt. Seid ihr böse? Doch nicht. Was Nützliches muss es hier doch geben. Haha, da war los! Nein, wohl doch Krieg. Ernsthaft? Dann halt so. Geld um dann mal los. Gewinnen. Komm schon, lass die Spielchen. Nur 50%. Dich mache ich platt. Mit dem an wem sie doch redet, ja.
Vieh da hinten oder was? Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie wir Waffen wechseln können. Ob es dafür extra. Kobold, Neon. Sehr schön. Ich vielleicht mal ein bisschen Munition, ne? Fällt mal so auf. So, was haben wir denn? Drei Tiere gibt's hier. Okay. Wir haben nur noch eins gesehen. So, dann haben wir schon 75%. So schön. Und wo wollte ich da hin? Andere Fische, oder? So. Lebst noch? Kann ich schon sagen, ja. So, Junge. Das ist ein anderer Fisch. Alle drei Lebewesen hier gefunden. Was so? Ja, für Moment. So. Nochmal Eisen. Dann scannen wir dich dann noch. So, ja noch. Hallo, du Kleiner. So. Schon mal ganz cool. Auf jeden Fall viel Munition noch. So, Würz und Argon. Vielleicht kann ich ja doch mal irgendwann jetzt mal langsam eine Forschung machen. So. Schnell weg. Was nützt das Ding, das man uns vorstellen wollte? Was haben wir da? Achso, ist mein Schiff. Okay, gehen wir hier hin. Gucken wir uns in diese Anlage um. Oh, hier sind Piraten. Gut. Ja, auf jeden Fall. So. Dürfen leider nicht rein. Wo denn? Man läuft hier eigentlich ohne Raumanzug hier rum. Sei lieber gründlich. Bin ich das nicht? Nochmal eine andere Waffe. Waffen. So, wir haben ja auch noch eine Millstream, ne? So. Brauchen wir nicht mehr so viel Muni für. Ja, die unten oder was? Warum läuft sie die ganze Zeit ohne Raumanzug rum? Das irritiert mich voll. Kann ich auch ohne Raumanzug hier rumlaufen oder was? So.
Das war mein Anteil. Das ist mein Anteil? Muss jetzt auch noch unseren Jungs was abgeben oder was? Was? Ups. Los, Unterstützungsfeuer! Ich würde dich gerne looten, aber ich darf dich irgendwie nicht looten. Looten? Kann ich denn hier entdecken gehen? Tür gesperrt ist. Alles gut für mich, ne? Aber vielleicht ein bisschen Heilung oder so hier. Oh, den schön drauf. Du machst das schon, ne? So, was haben wir denn da? Hier. Bücher. Die ich dann gerne wieder durchlesen. Oh, eine zweite Seite von den Pixels. Cool. Aha, aha. Komm nur her! Credit. Weil ich zu genau drauf gehen muss. Das nervt ein bisschen. Okay, sonst ist hier. Buff gemacht. Oh, hi. Oh, ist ein bisschen stärker. Ist das alles? Helm haben wir bekommen, einen epischen Helm. Komm schon! So, sonst ist hier nichts oder was? Keine Gnade! Vielleicht müssen wir langweilig. Dieses Schloss ist zu schwierig für mich. Oh. Wer kann es auch nicht aufmachen oder was? Haben wir einen Schmuck bekommen, sehr spannend. Na gut. Dann werde ich wohl wieder gehen müssen, ne? Das wird böse für dich enden. So. So. Technik-Outfit. Her. Ja, das ist irgendwie Effekt abnehmen für den Moment, ne? Lea, Lea. Komm wieder. Die Beastbombe ist so cool. Was ich mit dir machen werde, wenn ich dich finde.
Aber hier kommt echt nicht raus, ne? Oh, da draußen ist was. Ich kann mit ihm reden, aber es bringt nichts. Ach, es geht auch noch weiter runter hier unten. Ja, die Credits werden wohl. Ja, die Credits hier, ne? Kann ich wohl nie ran. Hm. Wenn ich jetzt hier den Schalter bin. Was soll ich da jetzt so? Okay. Ja, du bist da. Tschüss. Gehen wir weiter runter. Oh. Credits, Credits, Credits. Einfach nur leere Flaschen. Mensch kochen. Netterweise. Regeneriert. Okay. Was ist denn das? Jawohl. Diesen Schaden haben wir von dem einen genommen. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal auf Gegner, ne? Noch nicht. Ich weiß, es sah ein bisschen aus, als wären ja auch noch Gegner gewesen, ne? Aber, hallo, wo immer du jetzt dahin gekommen bist. Seed of Chaos. Haben wir geklärt. Okay, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig für die Folge. Dann gehen wir zurück zu unserem Schiff. Zack. Bevor noch irgendwie ein lebensgefährliche Verletzung kriegen. Das war ein netter Tapetenweg. Fandest du? So. Dann haben wir jetzt das mit dem Gewicht. Das war hier, ne? Da. Können wir jetzt auch theoretisch erhöhen, dann können wir nämlich 25 Kilometer und dann immer weiter, mal weiter, mal weiter. Das ist schön. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann verlassen wir diesen Planeten und erledigen unsere anderen Aufträge. Also, haut rein. Ciao, ciao.